Seid herzlich willkommen zur zweiten Folge des Spyro Reignited Trilogy. Wir haben noch einiges zu erledigen, bevor es dann weitergeht. Uha. Da haben wir noch einen vergessen. Und einmal hier rüber. Du machst das gut, Spyro. Sammle weiter Talisman, um uns zu helfen, Ripto zu... Oh, und sammle auch weiter diese Kugeln. Der Professor glaubt, sie helfen dir, zurück in die Drachenwelt zu kommen. Aha. Deine Spielkamera ist gerade im passiven Modus. In diesem Modus musst du die Kamera manuell steuern. Wenn du magst, kann ich die Spielkamera in den aktiven Modus wechseln. Im aktiven Modus passt sich die Kamera deinen Bewegungen an. Nö, lass mal lieber. Okay, dann lasse ich es so. Stimmt, klettern kann ich noch. Auf dieser Wand habe ich was Glänzendes gesehen. Du könntest es dir sicher holen, aber dafür musst du klettern lernen. Ja, und das können wir noch nicht. Es gibt halt viele Sachen, die wir erst machen können, wenn wir wirklich alle Fähigkeiten freigeschaltet haben für Spyro. Und das dauert. Gute Arbeit, Spyro. Die Kugeln, die du dabei hast, haben dieses besondere Portal aktiviert. Auf der Ozeanstrecke findest du keinen Talisman. Aber wenn du schnell bist, findest du viele Schätze. Viel Spaß. Ah, das besteht uns auch noch vor. Und wisst ihr was, die können wir eigentlich gleich machen. Dann haben wir es hinter uns. Muss bloß erstmal überlegen, wie das am besten ist. Also was ich als erstes hole, was nicht. Ups. Kann man machen. Ich glaube, die Boote sind am einfachsten zu holen. Dann holen wir uns die. Oh Mann. Wie stelle ich mich denn bitte schön an? Geht schneller. Ich stelle mich gerade an wie der letzte Mensch. Normalerweise ist das total easy peasy. Aber es ist wieder dieser Vorführeffekt.
Hallo? Willst du mich veralbern? Ey, das gibt's nicht. Es ist total einfach, die zu holen. Okay, jetzt mache ich doch erstmal die Dings hier. Holen wir uns jetzt euch, weil ihr seid die Letzten. Geilo! Ich hoffe, jetzt ist Ruhe. So, da wir ja jetzt keine Zeit haben mehr, ist es ganz. Müssen wir das hier noch machen? Mal sehen, ob du so gut bist wie der aktuelle Champion. Okay, Spyro. Das ist der Streckenchampion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch alle Ringe fliegen. Aber pass auf, wenn Jäger zuerst durch einen Ring fliegt, beginnt der Ring zu schrumpfen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist seine Flugstrecke. Und selbst die kenne ich, obwohl ich das schon einmal durch habe, kenne ich diese nicht auswendig. Siehst du, das meinte ich nicht. Einfach wie du dachtest, oder? Möchtest du es nochmal versuchen? Okay. Du hältst dich bestimmt. Okay, Spike. Es ist wirklich so, wie er fliegt. Mehr blöde. Weil du manche Ringe auch nicht so schnell siehst. Aber hier kann man zum Glück einmal kurz landen. Nein! Nicht so einfach, wie du dachtest, oder? Möchtest du es? Okay, Spike. Ich hasse diese Teile.
Und glaub mir, das wird nicht einfacher. Ich habe leider einen vergessen. Okay, Spyro, das ist der Streckenchampion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch. Würde mich auch nicht wundern, wenn ich die ganze Folge dafür brauche. Es gibt eben halt so zwei, drei beschissene Stellen, weil du nicht rechtzeitig was siehst. Die eine ist gleich hier um die Kurve, die andere war da vorne. Hier ist auch eine. Ich meine Jäger, bitte. Wie behindert kann man bitte schön fliegen? Geht doch. Oh, ich habe schon gedacht, ich brauche die ganze Folge dafür. Okay. Können wir das beenden? Wir haben hier die 100%. Ich glaube, wir gehen jetzt noch mal zurück zur Götzenquelle. Und dann werden wir mal versuchen, uns dort die restlichen Kristalle noch zu holen. Da können wir, glaube ich, gleich hier. Hier? Du willst bestimmt unbedingt wissen, was auf der anderen Seite ist. Ein paar Edelsteine könnten mich vielleicht erinnern, wie man die Wand ab. Gut. Ja, die funkelnden Edelsteine haben meinem Gedächtnis wohl auf die Sprünge geholfen. Aquaria. Die haben die auch für Sprühe rum, alles ist klar. Hi Spyro! Diese Talismantür öffnet sich erst, wenn du alle 6 Sommerwald-Talismane hast. Sobald die Tür offen ist, warten Riptor und Crush im Verlies. Alles klar, wir haben sowieso noch hier einiges zu tun. Dann schauen wir uns erstmal die hier so rumliegen. Ich glaube, die andere Seite müssen wir auch noch. So viel zu tun und so wenig Zeit. Dann gehen wir mal hier in Aquaria rein. Aquaria? Was war das eigentlich nochmal für eine Welt? Gute Frage. Ah.
Armes Kerlchen. Die komischen Typen mit den Schockstöcken haben unser Wasser abgelassen. Wir bekommen es nur zurück, wenn jemand die Schalter aktiviert, die sie bewachen. Hey! Erstmal schnappe ich mir die Kristalle, die hier so rumliegen. Oh ja, die Welt hat auch Spaß gemacht. Na gut, dann wollen wir mal. Ja, da muss ich gezwungenermaßen hier erstmal lang, aber halt, habe ich da, ne, hab nichts vergessen. Ich werde mich hier sehr, sehr oft verirren. Vergiss es, mein Freund. Oh ja, die Haie. Die kriege ich ja ohne weiteres nicht down. Hä? Na gut, erstmal wieder hoch. Auffällig? Du auch? Sparks hat wieder volle Energie. Ja, dann läuft es. So. Oh, da war der Schalter. War das hier rein? Zumindest komme ich erstmal hier hoch. Kann mir die Sachen. Schnabulieren. Und ab Runde. Aua. Der ollen Viecher, ganz ehrlich. Komm ich da? Nee, da komme ich nicht runter. Hi Spyro, du musst zäher sein, als du aussiehst, um so weit gekommen zu sein. Trotzdem wirst du nicht an den Metallhain vorbeikommen. Ich könnte dir aber mein U-Boot leihen. Für eine bescheidene Gebühr. Na gut, gib her. Das ist auch so ein richtiger Geizhals, ne? Gut. Ich esse das Knatschen von meinem Stuhl. Mir hängt das von Devil May Cry immer noch nach. Na toll.
Es ist einfacher, wenn man läuft. Aber ich glaube, jetzt müsste ich auch bald alles haben. Naja, jetzt komme ich zumindest erstmal an die wieder ran. So, Sparks. Ich glaube, du kannst mir gleich zeigen, wo ich noch welche vergessen habe. Genau, da will ich hoch. Da will ich erstmal hoch. Weil hier habe ich nämlich auch ein paar. Das Jäger, der wird auch nochmal wichtig. Hier habe ich noch ein paar. Ganz wichtig, nicht vergessen. Klar doch. Kind Nummer 1. Ja, stimmt, wenn ich sie gerettet habe, brauche ich ja keine Angst mehr zu haben. Da unten habe ich auch noch viel vergessen. Und da habe ich dich auch noch vergessen. So, jetzt müssen wir runter. Wo war der blöde Eingang? Ach da. Das ist Nummer 4. Wo ist Nummer 3? Das ist Nummer 5. Das ist Nummer... Ich sage, die wird hier ist so verwirrend. Dame Nummer 6. Ach, guck mal, das wäre nochmal 3 gewesen. Psst.
Stimmt ja. So da. Hier durch. Komme ich nämlich an euch ran. Oder? Danke, Sparks. Du bist einfach goldig. Okay. Nummer 5. Gut, den können wir ja so auch benutzen, wie wir wollen. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Das ist Nummer 6. Da haben wir Nummer 4. Perfekt. Dann würde ich aber auch sagen, was ist das für diese Folge? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen beruhigen und dann kann die nächste Folge wieder besser weiterlaufen. Aber in diesen beiden Folgen hat mich Devil May Cry total. Egal, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.